Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 144 am Samstag, den 22. April 2023. Es ist 22 Uhr, wir haben noch 15 Grad Außentemperatur in Endingen am Kaiserstuhl. Und es war wieder ein wunderbarer Tag heute. Mir geht es verhältnismäßig gut, obwohl ich gestern Abend wirklich sehr spät nach Hause kam und auch das ein oder andere Glas Wein genossen hatte. Es war jetzt nicht schlimm, ich bin jetzt nicht irgendwie abgestürzt, aber ja, man ist ja auch keine 20 mehr und somit habe ich dann heute Morgen auch ein Stündchen länger geschlafen und dann spät gefrühstückt und heute Nachmittag, das vielleicht noch als besonderes Spätnachmittag, habe ich dann mit meiner Mutter endlich das griechische Orangenchili gekocht. Eigentlich wollte ich das noch in Griechenland gemacht haben und habe das aber irgendwie nicht mehr geschafft und keine Lust mehr gehabt und wie das halt so ist. Aber die Orangen haben sich richtig gut gehalten und somit konnten wir heute tatsächlich 4 Portionen Orangenchili kochen. Und das hat insgesamt 20 kleine Marmeladengläser vollgegeben. Also richtig, richtig viel. Und ich bin da sehr glücklich drüber. Und wir haben natürlich auch beim Zubereiten dann kurz mal gekostet. Also wirklich nur so eine Fingerspitze voll, um bei der Probe auf so einem kleinen Tellerchen, ob das Chili dann fest genug ist, haben wir das dann, also wenn es dann fest war, haben wir es halt dann probiert. Und das schmeckt schon sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon auf morgen früh zum Frühstück mal dann das erste selbstgemachte Orangenchili zu kosten. Es gibt dreierlei verschiedene, einmal Blutorange, einmal normale Orange und einmal Orange mit Grapefruit noch drin. Bin sehr gespannt, wie das Ganze munden wird. Werde euch dann davon berichten. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.